Es kommt ja auch, bei dir ist ja auch so, wie ich denke ich mal, bei 95% aller Kunden auch bei uns, du machst dir ja das ja auch nicht als Hauptberuf, sondern du kommst ja aus einer ganz anderen Branche, du bist Baufinanzierung. Ja, auch ein kompliziertes Thema, glaube ich, wo heutzutage auch jeder denkt, da kann so ein bisschen mitmachen, so genau. Nach dem Motto, es gibt niedrige Zinsen, jetzt kauft, was das Zeug hält. Ja. Aber auch das ist ja ein Thema, wo man sich reinarbeiten muss, wo man viel Erfahrung braucht. Jetzt mal bezogen auf das Thema Börsenhandel, egal ob es jetzt Optionen sind oder was anderes, was glaubst du auch aus deiner eigenen Erfahrung her? Du machst ja jetzt auch schon, wie gesagt, wir haben hier drüber geredet, Buch 25 Jahre alt, du hast andere Dinge an der Börse gemacht. Wie viel Zeit braucht man, bis man sagen kann, jetzt habe ich zumindest das System so weit verstanden, so weit verinnerlicht, dass ich konstant profitabel sein kann. Egal wie viel es jetzt sind, ob es im Jahr jetzt mal 5% sind oder nur mal 15% oder wie auch immer, aber dass man zumindest keine langanhaltenden Verluste hat. Was schätzt du? Wenn ich jetzt unser erstes persönliches Treffen sehe, 2012 im Oktober in Dresden, das Coaching oder das Seminar, und wir haben jetzt Juni 2015 definitiv die 3 Jahre. Mhm. Lag aber auch an mir, weil ich dachte, okay, der Jens macht das zwar sehr, sehr gut, aber probierst du mal links rum oder rechts rum, vielleicht findest du noch eine andere Strategie, die vielleicht ein bisschen erfolgreicher ist. Mit einem Mentor wie dir, Jens, 3 Jahre. Okay. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir alle nur einen Bruchteil des Wissens haben, das du hast, aber das reicht, erfolgreich am Markt agieren zu können. Ich habe das gestern erwähnt, ich betreue eine Filiale. Und da kam der Filialleiter beim DAX-Stand von 12.200, 12.300, 12.400 montags in die Filiale und hat seine Mitarbeiter heiß gemacht, Fonds zu verkaufen, jeden Kunden anzusprechen, weil er in der Woche zuvor 2,5 bis 3% Wertzuwachs hat in seinem Depot. Und wenn er das hat, das kann doch jeder Kunde haben. Und ich stand ist erstmal nobel gedacht. Ist nobel gedacht, aber ich stand dann da und dachte, mein Gott, und wenn der DAX um 10% abstürzt, ich will dann nicht in der Filiale sein, wenn dann die Kunden mit dem Panzer reinkommen und um sich wild schießen. das hatte von Trading oder von vernünftiger Wertpapierberatung gar nichts zu tun, gar nichts. Nur weil er einen Zufallstreffer hatte und 2,5% in einer Woche gut gemacht hat. Das kann man vielleicht realisieren mit 2,5% mit vernünftigem Trading, mit Option. Bedarf sicherlich auch etwas größere Kontogrößen. Aber das, was der da empfohlen hat, ich war nur froh, dass ich nur Baufinanzierung machte in dem Moment. Ich dachte, okay. Ihr wisst ja, wir haben uns, also wir sind jetzt, heute ist der, was ist der Tag? Der 5. Juli, oder? Heute ist der 5. Juli. Der 5. Juli. Heute ja großes Referendum in Griechenland. Du bist Grieche. Ja. Jetzt geht mir es gar nicht darum, was rauskommt. Wir wissen es alle beide nicht. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen darüber gesprochen. Also wahrscheinlich, du sagst, es wird abgelehnt. Ich bin davon überzeugt, dass die Griechen mit Nein votieren werden. Also wenn ihr das Video seht, dann könnt ihr sehen, ob es stimmt. Wir haben also schon mal tief in die Kristallkugel und das war das Glas, wo wir reingeschaut haben, aber in die Kristallkugel geschaut. Aber eine andere Sache, was damit ja zusammenhängt. Es gibt ja permanent solche externen Ereignisse. Mhm. Eine politische Entscheidung, dort passiert was, da passiert was. Und jetzt, mir ging es am Anfang so, als ich mit meinem Börsenhandel angefangen, da hat man ja immer Angst davor. Was kommt da jetzt raus, was passiert das jetzt? Durch den Optionshandel hat sich das ja bei mir extrem gelegt. Wie ist es jetzt bei dir? Also ist das sowas, dass du sagst, es ist irgendwie Fettsitzung oder es ist ein Referendum oder so? Hast du da irgendwelche Bedenken davor? Gar nicht mehr. Überhaupt nicht, weder die Fettsitzungen noch EZB-Sitzungen, gar nicht mehr. Ich vermute, das ist auch schon ein bisschen im Preis mit dabei in den Kursen. Mein Glaubenssatz ist, die ganz Großen wissen ganz genau, wo es hingeht und das ist dann auch schon eingepreist. Ich habe gar keine Bedenken mehr. Ich habe nur letztes Jahr, glaube ich, direkt vor einer Sitzung des Landwirtschaftsministeriums in Amerika bin ich Position eingegangen. Da hätte ich vielleicht 2 Tage warten müssen, ansonsten gar nicht mehr. Das Thema Nachrichten und Entwicklung interessiert mich gar nicht.
Also das ist auch sowas, man kann das auch sehr, sehr schön abfedern. Ja. Das ist ja auch was, was wir also wirklich immer empfehlen, wenn man jetzt sagt, okay, man hat Positionen, kommt immer mal die Frage, soll man da jetzt rausgehen, soll man drin bleiben? Also wir empfehlen immer drin zu bleiben, es sei denn, man ist jetzt ganz knapp am Gewinn, den man eh machen wollte, dann kann man natürlich sagen, okay, dann gehe ich raus, nehm den Gewinn einfach mit. Das Einzige, wo man warten sollte, wenn man eine neue Position eröffnen möchte, also wenn ich jetzt sage, mal das Beispiel USDA-Report in Amerika, Landwirtschaftsreport, und der kommt jetzt irgendwie 18 Uhr heraus, dann sollte man vielleicht nicht 17 Uhr noch eine Position eingehen, sondern lieber sagen, okay, dann warte ich eben, bis er 18 Uhr herauskommen ist und mache das Ganze einfach morgen, es rennt einem ja nichts weg. Ganz genau. Ne? Ganz also genau. Das ist ja diese, man hat ja nicht so diesen Drang, und wenn ich heute nicht dabei bin, dann geht mir der Dreh des Lebens verloren. Nee. Sondern, übermorgen geht die Welt weiter. Übermorgen dreht sie sich auch nochmal, gibt es auch nochmal Kurse. Ja. So. Was ich, entschuldige ganz kurz, was ich auch sehr gut fand, deine Hilfestellung jetzt in den letzten Wochen bei dem Optionsbrief, wie gehe ich mit Positionen um, bevor ich in den Urlaub mich verabschiede, da waren sehr interessante Ansätze dabei, zum einen entweder Positionen schließen oder sich hedgen mit Long-Positionen oder auch mit Position auf den VIX. Oder auch die Mischung daraus. Ich habe daraus sehr viel mitgenommen. Ich wie hast du es gemacht? Weil du warst jetzt gerade auch im Urlaub. Was heißt was? Also ich meine, gut, du kannst ja trotzdem immer mal schauen. Ja, genau. Ich habe das früher so gemacht. Ich habe mein Depot vollgeknallt mit neuen Positionen, habe mein Notebook mitgenommen gehabt. Da saß ich ein, zwei Stunden jeden Tag vom Rechner. Werde ich wohl in Zukunft ein bisschen anders managen, dass ich eher Position vielleicht früher schließe oder gar nicht mehr aufmache und wirklich warte, bis ich aus dem Urlaub zurückkomme. Okay. Einfach um entspannter das Um entspannter, genau. Ja. Urlaub ist Urlaub und nicht Trading. Das ist vielleicht auch ein Punkt, ist ja, wenn man jetzt so zurückblickt und sagt, okay, das mache ich heutzutage nicht mehr, weil man ja sagt, okay, es ist eben wirklich nervenaufreibend im Urlaub, man macht sich im Grunde die freie Zeit auch so ein bisschen kaputt, würde man ja heute so als Fehler abtun. Ne? Genau. Was würdest du denn sagen, wenn wir mal beim Thema Fehler bleiben, was waren so deine persönlichen größten Fehler, die du gemacht hast? Also gar nicht mal auf die einzelne Position, sondern wo du sagst, allgemein, was waren so Fehler, wo du sagst, das würde ich heute definitiv nicht mehr machen und das habe ich daraus Der erste gelernt. Fehler ist, sich nur auf einen einzigen Markt zu begrenzen. Ich habe Crude Oil war mein erster Trade und ich habe danach 200 Trades gemacht, nur mit Gold. Mhm. Also das war definitiv ein sehr großer Fehler. Und der zweite Fehler ist... Nochmal, damit es jeder auch versteht, warum ist das so ein großer Fehler? Weil nicht jeden Tag oder nicht jede Woche die Situation gegeben ist, dass ich in einem Markt, im gleichen Markt eine Position eingehen kann. Mal habe ich sehr niedrige Volatilität, mal habe ich sehr hohe Volatilität, mal springt der Preis nach oben und ich kann dann gar nicht mehr adjustieren, mal gerade im Gold, der nach unten abgestürzt ist, da kam ich gar nicht mehr mit dem Rollen. Ich habe dann Position zugemacht, habe dann weiter unten Puts verkauft und die sind dann innerhalb von zwei Tagen ins Geld gelaufen. War so eine typische Situation. Verkauf bei ganz niedriger Volatilität, genau. Preis springt, Wohler explodiert und ganz dann kann man eigentlich nichts mehr machen. Aber das war auch dieses Halbwissen, das ich noch hatte, dass man sagt, man verkauft Optionen in jeder Marktphase. Ja. Volatilität war gar kein Thema. Darüber hat man schon mal gehört. Hat man gehört, aber auch ganz schnell verdrängt. Ja. Das war ein ganz großer Fehler, sich nur auf einen Markt zu begrenzen. Und der zweite ganz große Fehler ist, wenn ich schon einen Mentor habe, der nachweislich erfolgreich ist, dann sollte man auch auf den Mentor hören. Und nicht glauben, schlauer zu sein als der Fuchs. Geht nicht. Der Fuchs ist der Fuchs. Der Fuchs ist der Fuchs. Ich dachte, ich wäre der Schwanz vom Fuchs, aber... Nee, also das sind die ganz großen Fehler. Einfach sein Ego zurückstecken und sagen, er macht das sehr gut, ich versuche das nachzumachen, dass man nicht 100% in die Fußstapfen treten kann, das ist ganz klar. Man muss ja auch seinen eigenen, man muss auch seinen eigenen Weg oder seinen eigenen Stil ja dann auch so ein bisschen. Aber wenn ich nachweislich erfolgreich bin, dann kann ich es auch kopieren. Ja. Okay. Jens, und dafür, ich sag's so wie es ist, du hast mein Leben geändert. Du hast es vorhin erwähnt, Baufinanzierung ist mein Hauptberuf, aber für mich, ich sehe Trading als meinen zukünftigen Hauptberuf.
Ich habe zwei Kinder, ich hoffe auch, dass die diesen Weg bestreiten. Wenn wir Kunden von Optionsstrategien alle ehrlich wären, würden wir sagen, du hast unser Traderleben komplett verändert. Ich habe noch viele andere kennengelernt, den einen kennen wir gemeinsam, sehr, sehr gut. Der ist in seinem Bereich sicherlich sehr, sehr gut, er macht Daytrading, sehr erfolgreich, ist nicht mehr meine Welt. Ich freue mich über diese 3-4 Trades in der Woche, wo ich mit wenig Zeit erfolgreich sein kann. Ich muss dieses Hektik gar nicht mehr haben. Ja, das ist ja aber auch so dieses persönliche Stil finden. Ne? Ja, genau. Dass man also sagt, man kann jetzt auch nicht pauschal, glaube ich, sagen, jeder wird jetzt mit Optionen erfolgreich, sondern du musst halt etwas finden, was zu dir persönlich passt. Bei uns sind es eben die Optionen. Genau. Andere ist ein sehr guter Daytrader, ein dritter ist ein sehr guter Aktieninvestor. Also jeder muss halt für sich was finden. Es gibt eben nicht diesen einen Mittelweg, der dann für alle der perfekte ist. Ich hatte mal im Jahr 2011, glaube ich, an Christi Himmelfahrt, das wird ja bei uns noch gefeiert, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Bei uns auch, bei uns heißt das Vatertag. Hatte ich morgens um 7 den Rechner angeschmissen, hat mich gelangweilt und habe bis mittags um 12 Uhr über 100 Trades gemacht. Ich habe, nachdem ich das Trading-Journal ausgewertet habe, dachte ich, was hast du denn da gemacht? End vom Lied waren 10 Euro minus und hätte ich nicht einen wichtigen Anruf bekommen an dem Tag, wäre ich wahrscheinlich immer noch vorm Rechner. Das hat mir auch damals so ein bisschen die Augen geöffnet. Weniger Stress, aber dafür erfolgreicher. Und ich danke dir dafür, ja. Ich hoffe, dass viele, viele andere Kunden... Das war jetzt nicht abgesprochen. Das war jetzt kein Dankesvideo gehabt. Dass viele andere Kunden auch so ehrlich sind. Aber wenn jeder braucht seinen eigenen Stil. Wir haben Optionen. Genau. Die anderen haben ihre CFDs. Ich bleibe bei Optionen. Okay. Ich denke, besser kann man es am Ende nicht sagen. Das war ein gutes Schlusswort. Dazu vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Wir machen jetzt noch ein bisschen hier, wir setzen uns jetzt wieder ein bisschen in den Schatten und genießen schöne Wetter hier. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und jetzt sagst du ihn mal, wie lautet unser Motto? Was sage ich immer in den Videos? Wenig, aber erfolgreich traden. Oder immer wir wieder. Wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Genau. Also dann. Ausschließlich. Servus, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schöne Zeit.